Freiwilligkeit. Auf freiwillige Basis. Keine Freiwilligkeit. Genau, Mann. Sie haben eine Riesenachtung von mir bekommen, als Sie die SIS und die Maßnahmenplanung eingeführt haben. Da habe ich gedacht, endlich mal ein Mann, der sich für die Pflege interessiert. Ja. Jetzt, wo Sie die Pflegekammer eingeführt haben, muss ich leider sagen, ich habe diese Meinung zu 100% revidiert. Ja, da ist es eben so. Ich bin nur der Meinung, um das ganz klar zu sagen. Das gilt für 90% der und Leute. Ich beobachte die Pflege schon seit Anfang der 90er Jahre. Ich schon seit 90er Jahren. Gehen Sie mal arbeiten, die Pflege. Gehen Sie mal arbeiten. Ich beobachte. Und jetzt sage ich Ihnen eins. Ich weiß sehr genau, und vor allem die Jahre, wo ich Patientenbeauftragter der Bundesregierung war, dass in Deutschland die Sache so abläuft. Wenn über Pflege entschieden wird, sitzt Pflege nicht am Tisch. Das Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland, wo es um Ihre Arbeitsbedingungen geht, ist nicht nur vom Parlament bestimmt, sondern von einer Selbstverwaltung. Und das mächtigste Gremium des Gesundheitssystems der Bundesrepublik Deutschland ist der GBA. Und da sitzen die Ärzte drin, weil sie verkammert sind. Da sitzen die Krankenhäuser drin und da sitzen die Krankenkassen drin. Der Deutsche Pflegerat sitzt am Katzentisch, ohne Stimmrecht. Ja, so, und das will ich Ihnen nur einfach sagen. Wir brauchen eine Organisation, wo in Nordrhein-Westfalen die 220.000 Pflegerinnen und Pfleger organisiert sind. Und ausgewählt haben. Dass sie ihre Profession selber weiterentwickeln können. Wir möchten unsere Leute haben. Ohne Zwang! Warum ist Berlin nicht da drin? Ja, warum? Genau. Bin ich auch dafür. Berlin kann ja für die Pflegekammer kandidieren. Im Gesundheitswesen, weil es nun mal so ist, wie es ist, dass alle, die im Gesundheitswesen, was sie sagen, an verkammert sind, ihre Professionen selber weiterentwickeln, bin ich fest davon überzeugt, dass die größte Berufsgruppe sich genauso aufstellen muss wie die anderen. Aber freiwillig! Und warum müssen wir also, Herr Laumann? Es hat 30 Jahre freiwillig nicht geklappt. Aber warum müssen wir bezahlen? Ja, aber wofür sollen wir das bezahlen? Viele Pflegekräfte haben eine schlechtere Vertretung für die Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler haben nicht mal einen Klassensprecher. Herr Laumann. Die Pfleger doch in vielen Bereichen gar nichts. Herr Laumann, hören Sie mir bitte an. Das ist meine eigene Meinung. Ja, aber unsere Meinungen können nicht zusammenkommen. Es ist nicht möglich. Ja, wir fordern eine Urabstimmung, Herr Laumann. Wir wollen alle befragt werden. 1979 in der Pflege. Seit über 40 Jahren. Warten wir, dass die Politik reagiert. Egal welcher Farbe. Rot, grün, schwarz. Es ist einiges passiert, aber es ist auch viel in die falsche Richtung gegangen. Wir brauchen Personalbemessung, wir brauchen eine Attraktivität des Berufes, verlässliche Dienstzeiten etc. Und die Politik sollte endlich mal die Arbeit tun, für die sie gewählt wurde. Und das vermisse ich ganz stark. Und wir wählen nächstes Jahr auch nochmal. Und dann freiwillig. Genau. Ich möchte selber entscheiden, wo ich mein sauer verdientes Geld hinbekomme. Richtig. Ja. Ja. Richtig. Ich will mich noch geben. Ja. Wenn Sie der Meinung sind, wir bauen können, dann bezahlen Sie die auch. Ja, genau. Doch. Nein, das geht doch. Mal sagen, dass ein so stolzer Beruf wie die Pflegekräfte sich nicht eine Kammer aushalten lassen muss. Aber genau. Deswegen verdienen wir auch so viel. Halt, mach ich es. Ich bin auch Betriebsrätin. Ja. Und der überwiegendste Teil unserer Belegschaft ist gegen eine Zwangsmitgliedschaft. Ja, das kann ja sein. Gegen eine Zwangsmitgliedschaft. Da müssen wir das eben, ganz einfach. Da müssen wir das eben austragen. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Eine Pflegekammer halten wir nicht für eine Lösung, die Pflege eine bessere Lösung. Ist doch so, wirklich. Es gibt Länder, wo du gezwungen wirst, weiß ich ja nicht. Und wenn ich in Deutschland fahre, dann wird die Pflegekammer in NRW genau. Leute, ich kämpfe gerne. Aber ich glaube, dass man damit der Pflege einen Bärendienst erreichen wird. Nein, Herr Laumann, das glauben wir nicht. Hier stehen die Leute, die es betrifft. Dann lassen wir das doch mal drauf ankommen. Die sind alle geschmiert. Was sagen Sie? Das ist nicht drin,
Aber Menschen sterben wegen Karma. Ja. Dann sehen Sie, dass da der kleinere Teil ja. steht. Ja. Weil unsere Kollegen sagen, ich habe spät Herr Laumann. Nicht, weil sie gegen Karma sind, sondern wie das alles gestaltet wird. Zum Beispiel, wenn das ohne Zwang wäre, also würde jetzt, also, ich das mitmachen. Jetzt, aber jetzt mal rein faktisch. Okay. Dass der Landtag überhaupt gesagt hat, wir machen eine Friedekammer. Aber wieso sagt er das? Über die Parteigrenzen der jetzigen Koalition hinaus. Der Landtag sagt, wir machen eine Pflegekammer. Mussten wir ja erst mal wissen, wie denkt die Pflege. Wir konnten keine Befragung machen, weil wir keine Registrierung hatten. Ja, dann macht doch die Befragung. Also macht man erst einmal eine qualifizierte Umfrage. Das haben wir gemacht. Oder einfach mal Telefonbuch aufschlagen. Da stehen die ganzen Fragen. Sie können uns jetzt hier befragen. Haben Sie Fragen? Fragen Sie mich zum Beispiel. Ja, ich weiß, befragen Sie mich. Ich will das nicht. Ich will meine Leute, die mich vertreten, die ich ausgewählt habe. Und nicht jemanden zwangsmäßig, ja, die ich unterstützen soll. Aber Sie können doch später wählen, wie Sie wollen. Ja, machen wir auch. Ja. Und die CDU fällt nicht mehr dazu. Die CDU war jetzt schon bei der Bundestagswahl. Wir haben den nächsten Landtagswahl. Voll Befragung.